Guten Tag, Leute. Hier spricht euer Peter Gaming. Wir spielen heute Champions League mit FC Bayern München gegen Manchester United. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das für ein Spiel wird, Leute. Da bin ich mal richtig gespannt, Leute. Meine. Ich hoffe, dass wir heute ein gutes Spiel spielen können. Ich will die Meisterschaft. Oh, Hammer. Jetzt holen wir uns den Titel, Leute. Die Champions League holen wir heute. Wir holen uns die Champions League. Das ist unser wichtig. Die Champions League wollen wir diese Saison holen. Die Champions League ist unser Ziel. Die Champions League. Alles bin ich mal gespannt. Haben wir eine Chance gegen Man U? Haben wir eine Chance gegen die? Das ist jetzt die Frage. Haben wir die Chance gegen Manchester United zu gewinnen? Wir wissen ja mal, dass man fast gegen Man U gewonnen hat. 99. Aber dann verloren haben. Das war das Bittere. Hoffentlich passiert das heute nicht nochmal. Hoffen wir nicht, dass es nochmal passiert, Leute. Hoffentlich passiert das nicht nochmal. Es wäre bitter, wenn das wirklich nochmal passieren würde. Wir wollen die Meisterschaft, nach der Meisterschaft die Champions League auch gewinnen, Leute. Das ist unser großes Ziel. Das ist unser Ziel, die Meisterschaft haben wir. Diesen Pott wollen wir. Den Pott wollen wir, den Henkelpott, Europas wichtigste Trophäe. Aber es wird und unser Lewandowski hat fünf Tore in den letzten drei Spielen gemacht. Der will heute das Double holen. Double haben wir schon mal gemacht. Nächstes Jahr haben wir eine Chance, das Triple nochmal zu holen. Vielleicht nochmal. Aber dieses Jahr will ich jetzt das Double holen. Wir holen uns den Double-Sieg. Das Double. Habe ich aber ehrlich gesagt, hat man fast nicht gedacht, dass man nach der chaotischen Rückrunde, wo man dann ein bisschen Probleme gekriegt haben, ein bisschen so in manchen Spielen. Und jetzt zu zwei Titeln kämpfen können. Der dritte Titel war halt, nachdem haben wir halt einen Umbruch gehabt in der Saison, nach diesem verlorenen DFB-Pokalspiel. Nach diesem Spiel hat in München Klick gemacht, ein bisschen blöd. Nein! Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Manchester United macht das Tor. Aber wir haben den Ball einfach nicht weggekriegt. Wir haben den Ball einfach nicht weggekriegt. Oh, und Neuer hat auch Pech, Alter. Neuer war ein bisschen Pech da. Wir waren ein bisschen Pech dran mit Neuer. Junge, jetzt müssen wir aber ein bisschen. Hä? Hallo, der Schiedsrichter hat doch auf Eckball gemacht, ne? Hat er nicht auf Eckball
gezeigt, welchen. Da hat doch das Eckball gezeigt, oder nicht, Leute? Oder bin ich dämlich gewesen? Aber mit aller. Oh Mann, das nervt mich, dieses Fehler. Das ist der Fehler in der Abwehr, wo man kann, den Ball nicht rausgekriegt haben. Aber man merkt, Manchester. Manchester zeigt guten Fußball, das muss man sagen heute. Und Thomas Müller erlöst den FC Bayern wieder, Leute. Er erlöst ihn. Und die Fans jubeln natürlich wieder. Alter Schwede, die Erlösung. Durch die Hosenträger von De Gea. Das ist eine Antwort, die man schmeckt. Schmeckle. Nein, Alter, ich krieg die Kugel. Wieder nicht der Ball aus. Wieder nicht der Ball wegkriegt. Einfach der Ball wieder nicht rausgeht. Der Ball wieder nicht raus. Alter, das ist oft immer das Problem, Leute. Wir kriegen den Ball einfach nicht raus aus dem. Wir kriegen den Ball einfach nicht aus dem Strafraum manchmal. Alter, Mann. Wir kriegen den Ball manchmal nicht. Und das ist, glaube ich, unser Problem manchmal, finde ich. Oh Mann, das war ja schon im Halbfinale so gegen Schalke, Leute. Oh Mann, wir kommen durch, aber kriegen. Oh Mann, das sind ja. Abseits.
Mann, nee. Jetzt rennen wir wieder an und wieder ein Gegentor dahinter. Und das ist wieder so ein. Boah, Mann, was ist mit. Hammer krieg. Ja, klar, jetzt kommt der. Und wir kriegen den Ball wieder nicht aus dem Strafraum raus. Wir kriegen den Ball nicht mehr aus dem Strafraum raus. Alle waren. Alter Mann, das Spiel ist so. Mann und Meter. Oh Mann, wieder so ein Kackfehler gemacht. Weil ich wieder. Oh Mann, jetzt renne ich wieder hinterher und das ist jetzt das große Problem. Hinterherrennen. Oh Mann, wir müssen irgendwas machen jetzt bei dem Halbzeit, Leute. Wir müssen was ändern in der zweiten Hälfte, Leute. Wir müssen was in der zweiten Hälfte ändern, Leute. Was mache ich? Ich lasse erstmal Müller und beide lasse ich mal, aber wenn es nicht ist, wird Gnabry reingehen oder Kurzki. Leon. Oh Mann, ja. Das ist halt das große Problem, Leute. Oh. Ruhig bleiben, wir haben noch Zeit, Leute. Aber es wird eng, je nach je. Oh Mann, die Bälle. Ah, schade, Mann, oh Mann. Aber man merkt, das ist halt ein Nachteil jetzt. Oh, Alter Schwede.
Oh Mann, oh Meter. Für Manchester sieht immer besser aus, Leute. Hopp, Alter, jetzt muss doch ehrlich, Alter, das ist nicht normal, Alter. Alter, ist nicht normal. Alter, der Tormann, der hat jetzt zwei paar gute Chancen. Oh, Ball hat vorgelegt. Oh Mann, oh Meter. Alles, oh Mann, oh Meter. Oh, fast durchkommen, der Ball. Oh Mann, was machen meine Junge, Junge, das wäre eher abseits gewesen, glaube ich. Muss, glaube ich, gewesen. Junge, Junge. Oh Mann, jetzt. Alter, schon. Ich bleibe vor sie. Oh Mann, oh Meter. Jetzt, oh Mann, jetzt. So Leute, jetzt gehen wir ein bisschen, spielen wir ein bisschen offensiver, Leute. Oh. Alter, die Saison lief gut, Alter, jetzt. Und dann jetzt wieder so. Eigentlich durch zwei Leichtteamsfehler, Leute. Durch zwei Leichtingfehler
vergeigen wir das Spiel hier heute. Vermutlich, Leute, wegen zwei Spieler. Zwei Fehler. Zweimal nicht den Ball aus dem Strafraum rausgepickt. Jetzt gehen wir noch eins höher, Leute, noch. Boah, Mann, ich. Oh Mann, ach nee. Ich glaube, Leute, die Champions League wird nicht unser Freund. Die Champions League wird nicht unser Freund. Ja, Leute, Champions League wird nicht unser Freund heute. Sie wird nicht unser Freund, Leute. Alter, schaffen wir hier noch das Ausgleichstor? Oh, Alter. Oh Mann, das war vielleicht der letzte Schuss. Ja, Leute. Alter Mann, ich. Oh, das ist nervig, Alter. Pure. Durch zwei leichte Fehler, Leute, haben wir das getan. Durch zwei leichte Fehler in der Abwehr haben wir nicht das Ding gewonnen. Ach, Mann. Junge, Junge, wir haben es nicht gewonnen. Das heißt, wir sind nicht gute Sieger. Und es ist so bitter, Alter. Ich hätte gern die Titel gewonnen. Aber Leute, ein Vorteil ist, wir haben ein nächstes Jahr, Leute. Und da können wir wieder mit starken Spielern wieder aufrüsten, den rüsten Ruf und dann holen wir uns den Pott. Okay. Dann wird der Pott geholt, Leute, nächstes Jahr. Der Pott wird dann halt nächstes Jahr geholt, Leute, leider. Wird er dieses Jahr nicht geholt, sondern erst nächste Saison leichter. Und das ist ein bisschen bitter. Aber so ist Fußball, Leute, so ist Fußball. Durch zwei leichte Fehler vom FC Bayern München haben wir es nicht geschafft. Pech ist halt passiert, wir müssen halt damit leben, leider. Durch zwei Abwehrfehler. Mit Abwehrfehler haben wir verloren. Durch zwei Abwehrfehler haben wir das Spiel verloren. Muss man ehrlicher gesagt sagen, durch zwei Bälle, die man in der Abwehr nicht nach draußen weggekickt hat, haben wir jetzt verloren. Und wir konnten es einfach nicht schaffen. Noch ein Tor im Händen. Müller hat noch wieder 1-1. Aber dann ziemlich später haben wir dann wieder schnell Gegentor kassiert. Und das war das Problem. Und somit werden wir wieder für nächste Saison, hoffen wir mal, eine bessere Saison spielen, um den Meistertitel, um die Champions League wieder nach München zu holen. Ja, leider haben wir es nicht gepackt. Das war halt bitter, Leute. So, Leute, jetzt dir die Sache, tun wir noch vorspulen, oder, ja, tun wir noch vorspulen. Noch ein bisschen vorspulen, die ganze Sache, bisschen. Ah, endlich ist er, aha, gut. Wow,
15 Millionen, Alter, es ist, ja, ist echt gut. Es war extrem gut, Leute. Es war eine gute Saison, Leute. Jetzt tun wir noch ein bisschen vorspulen. Ja, mit dem Scout bin ich eh nicht so, werde ich eh nicht so viel machen, würde ich fast sagen. Aber, Leute, wir machen noch wir spielen noch komplett durch. Hä, da ist doch verlängerte der Ribéry, oder nicht? Der ist doch eigentlich, hat er mit einem neuen Vertrag, ich raff. Ah, jetzt funktioniert's, okay. Dann würde ich sagen, tun wir ihm noch einen Vertrag geben und dann würde ich sagen, dass er nicht abhaut, weil ich würde ihn noch ein, zwei Jahre gern noch behalten, Leute, würde ich sagen. So, was machen wir? Oh Mann. Dann machen wir natürlich ein bisschen schneller, ich die Sache. Ein Jahr noch, oder? Gut, das können wir auch nehmen. Können wir auch nehmen, passt optimal, akzeptieren wir. Na, ist immer gut, kein Ding deshalb, weiterspringen. Hunat, dann. Gucken wir mal 180, weil ich. Okay, das hat. Mal gucken, ob er das dafür nimmt. 180, bitte. Schauen wir mal. Okay, den haben wir jetzt auch für ein Jahr. Das passt dann optimal. So, Leute, dann würde ich sagen, geht man noch ein bisschen. Ja, vorspule wie immer. Wird man noch vorspulen, aber ich sag. Die neue Saison machen wir erst bei nächstem Mal. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis day.